Jetzt kommen wir zur interessanten Frage. Was bedeutet das aber für unsere Artgruppe Echtlungenkraut? Wo ja, noch einmal zur Erinnerung, das Echtlungenkraut hineingehört, aber auch das Dunkellungenkraut. Und wenn man diese erste Vorschrift oder diese erste Empfehlung mit diesen 0,007 Mikrogramm pro Kilogramm am Tag hernimmt und auf das Dunkellungenkraut übersetzt oder umrechnet, dann dürften wir pro Tag nur mehr 1,3 Gramm an Droge, wenn es also um Blattdroge geht, einnehmen. Und 1,3 Gramm ist also nicht gerade viel. Und das kann also natürlich sehr, sehr leicht überschritten werden. Wenn man jetzt sagt, wir orientieren uns an der aktuellen Übergangsregelung mit diesen einen Mikrogramm PA am Tag, dann bedeutet das immerhin doppelt so viel schon einmal. Und das sind also dann 2,6 Gramm am Tag, was eine angeblich gefahrenlose Exposition sein darf. Also auch 2,6 Gramm ist ja nicht gerade viel. Und ich persönlich tendiere ein bisschen zu dieser alten Vorschrift oder zu dieser alten Empfehlung, die für mich Sinn macht, wenn man hier problematische PA differenziert und unproblematische. Und da wären wir also bei diesen 10 Mikrogramm. Und wenn man das wieder auf die Konzentration von PA in der Droge umrechnet, dann hätten wir 26 Gramm, die wir einnehmen können. Also eine gewaltige Menge, eine Menge, die also keiner üblichen Dosierung entspricht. Und da wären wir also auch sozusagen dann bei dem Dunkellungenkraut in einer sehr sicheren Lage. Gänzlich anders schaut das aber aus, wenn wir uns die unterirdischen Teile anschauen. Das Lungenkraut, die Gattung Lungenkraut, entwickelt ja ein Rhizom mit Wurzeln. Und gerade bei diesen unterirdischen Teilen hat man festgestellt, dass die den 400-fachen Wert erreichen, und zwar eigentlich in der Regel erreichen, als in den oberirdischen Teilen enthalten ist. Und das bedeutet, wenn wir uns an dem alten Wert orientieren, des Bundesgesundheitsamtes, die also diese 10 Mikrogramm für Droge festlegen, und wir das jetzt auf die Wurzel übertragen, dann bedeutet das für das Dunkellungenkraut, dass wir nur 0,065 Gramm pro Tag einnehmen dürften. Jetzt werden viele vielleicht zu Hause sagen, naja, ich verwende ja nicht die Wurzel. Es gibt durchaus einige alte Rezeptbücher aus der Renaissance, wo immer wieder die gesamte Pflanze verwendet wird. Oft einmal wird einfach ganz unspezifisch von einer Lungenwurz geredet. Das heißt, es könnte einer auf die Idee kommen, durchaus auch die ganze Pflanze mit der Wurzel oder mit dem Rhizom zu verwenden. Wir wissen, dass es Therapierichtungen gibt, die überhaupt sehr gerne auch Planta tota, also die gesamte Pflanze, verwenden, wie anthroposophische Richtungen. Und auf jeden Fall glaube ich, dass ein heilpflanzenkundiger Mensch wissen sollte, dass in der Gattung Pulmonaria, also dem Lungenkraut, durchaus problematische Sippen vorhanden sind und dass vor allem die unterirdischen Organe doch mit bereits minimalsten Dosen in einen möglicherweise toxischen Bereich kommen. Und das sollte man einfach wissen und berücksichtigen. Vor allem auch deswegen, weil das Lungenkraut ja auch sehr gerne als Wildgemüse gegessen wird. Wir haben einen ganzen Boom in dieser essbaren Landschaft, wo in vielen Büchern auch das Lungenkraut vorgestellt wird als vollkommen bedenkenlose Pflanze. Und da möchte ich einfach zu bedenken geben, dass das so einfach nicht ist. Und wir sollten also im Hintergrund behalten, es gibt Sippen, es gibt Unterarten, es gibt andere Lungenkrautarten, von denen wir überhaupt nichts wissen, die wir als Laie oder zumindest Halbbotaniker sehr einfach auch verwechseln können mit dem Echtlungenkraut. Und das gilt es einfach zu bedenken.